Das können nur die Profis. Die europäische Kitesurf-Elite vor der Küste von Sylt. Es ist mein Lebensstil, meine Arbeit, meine Leidenschaft. Ich liebe es. Jeweils zwei Profis treten hier gegeneinander an. Auf dem Wasser kämpft jeder für sich mit den Elementen. Man ist ganz auf sich allein gestellt. Man genießt nur den Wind, das Wasser. Und das sind eigentlich die allerschönsten Momente. Eine Jury bewertet die Sprünge. Aber beim Kitesurfen geht es um mehr als ums Gewinnen. Wenn man neue Tricks lernt oder während eines schönen Sonnenuntergangs auf dem Board steht, ist das einfach magisch. Den Kitesurf Cup Sylt gibt es in diesem Jahr zum 15. Mal. Insgesamt 10.000 Euro Preisgeld warten auf die Teilnehmer und die warten auf den Wind. Kitesurfen ist kein Sport für Ungeduldige. Das können wir einfach nicht beeinflussen. Wenigstens scheint die Sonne und ich glaube, es wird später noch windig. Wir müssen einfach warten, dann geht es auch bald los mit der Action. Am Nachmittag kommt er endlich, der Wind. Die Fahrer starten in unterschiedlichen Disziplinen. Bewertet werden die Höhe der Sprünge, die Geschwindigkeit bei den Tricks und deren saubere Ausführung. Auch das Risiko, das die Sportler eingehen, fließt in die Punktevergabe ein. Wenn man in einen Trick reingeht, gerade wenn es komplizierter ist, dann macht man eigentlich beim Absprung die Augen zu und du merkst, in der Luft kriegst du natürlich Feedback, aber du merkst eigentlich, ob der Sprung geklappt hat oder nicht, merkst du eigentlich erst, wenn du landest. Und das heißt, du machst dann die Augen auf und tada, es klappt oder manchmal kommt dann eben auch eine Klatsche. Auf der Suche nach den besten Stränden und Windbedingungen zieht die Kitesurf-Gemeinschaft rund um die Welt. Viele betreiben den Sport wie Profis. Wirklich leben davon können nur die wenigsten. Bis zu 20 Meter hohe Sprünge schaffen die Top-Athleten bei guten Bedingungen. Klein angefangen haben alle. Früher brachten sich die meisten den Sport selber bei. Heute gibt es dafür Kitesurf-Schulen, wie hier auf Sylt. Unten das Brett, oben der Kite. Und das Ganze auch noch auf dem Wasser. Für manchen gewöhnungsbedürftig. Trotzdem stehen schon viele nach drei Trainingsstunden halbwegs sicher auf dem Board. Besondere körperliche Voraussetzungen braucht man nicht. Kitesurfen ist tatsächlich eine Sportart, wo es eher um das Fühlen geht. Und ein bisschen Technik, aber ganz wenig Kraft. Das heißt, umso mehr du fühlst, wie der Kite funktioniert und wo der Zug herkommt und du reagierst, umso schneller lernst du alles und hast Erfolge. Seit Kitesurfen in den späten 90er Jahren populär wurde, sind die Tricks und Sprünge immer komplizierter geworden. Gleichzeitig wurde der Sport durch technische Neuerungen immer sicherer. Nicht nur deshalb ist die Kitesurf-Community kontinuierlich gewachsen. Man ist mega naturverbunden, man ist mit vielen Gleichgesinnten unterwegs. Und wenn man das mag, ist das wirklich das Größte. Und wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren haben super viele Mädels auch angefangen mit dem Kiten. Das heißt, es ist wirklich ein großer gemischter Haufen an den Spots. Und es geht weiter. Im nächsten Jahr ist Kitesurfen erstmals eine Disziplin bei den Olympischen Jugendspielen. Für die wachsende Popularität haben Kitesurfer eine einfache Erklärung. Nur Fliegen ist schöner.